Wo dribbel ich hier ein? In welche Richtung? Wenn ich jetzt hier bin, der loslaufen darf mit dem Ball. Eher in die Mitte. Eher in die Mitte. Warum ist es clever für mich, eher hier auf den Gegenspieler zuzudribbeln, als da, wo er nicht steht, die Linie entlang? Weil ich dann direkt zum Tor dribble. Ja, aber da ist ja auch der Gegner. Da hat man mehr Optionen. Man kann links weg, rechts weg oder auch spielen. Ja, richtig. Komm mal mit. Das Problem nämlich, wenn ich die Linie entlang laufe, stelle ich mal zwischen uns. Noch einen Schritt. So. Jetzt habe ich kein 2 gegen 1 mehr. Jetzt habe ich ein 1 gegen 1. Gegen den Gelben. Ich kann nicht mehr passen. Ich muss jetzt über die Linie kommen. Wenn ich meinen Gegner bind, indem ich ihn andribbel, hier in die Mitte. So. Jetzt genau wie du gesagt hast, er bleibt deutlich frei, damit ich auch nicht so einen krummen Ball spielen muss. Ich versuche nämlich ihm vorne in den Fuß zu spielen, nicht in den Rücken. Bedeutet, ich dribbel so lange an, wenn ich sehe, er verteidigt nur mich, spiele ich einmal den Ball rüber, du machst den ersten Kontakt nach vorne und wenn er auf den Pass spekuliert, dann bleibe ich einfach schnell und kann dann weiter dribbeln.